Hallo Leute, im vierten Teil meiner Videoreihe über den C&C-Umbau der EMCO Maximat Standard geht es, wie man links unten schon erkennen kann, um den Anbausatz des Schrittmotors. Die Trägerplatte ist bei mir eben so ausgeführt, dass sie auch gleichzeitig das Gehäuse oder das neue Zuhause des Encoders beinhaltet, den ich ja eben zum Gewindeschneiden brauche. Das Video ist so aufgebaut, dass eben im ersten Teil gezeigt wird, wie ich das Ganze zusammenbaue. Und im zweiten Teil zeige ich euch dann in der Werkstatt, wie ich die Teile herstelle. Ich werde diesmal eben auch etwas auf die verwendeten Werkzeuge eingehen. Ich habe sie euch unten in der Videobeschreibung eben auch verlinkt. Und dann im letzten Teil geht es eben darum, wie es weitergeht. Okay, so wie immer, viel Spaß beim Video. Hier sieht man mal grob, was ich mir da wieder zusammengesponnen habe. Also diese Trägerplatte hat eben gleich mehrere Aufgaben. In erster Linie ist sie eben die Befestigung für den Anbausatz des Motors. Sie hat hier aber auch einen Anschlag für eben den Spindelstock, den ich ja unbedingt brauche, da ich hier über das Zahnrad der Antriebsspindel und über zwei weitere Zahnräder eben auch gleichzeitig den Encoder antreibe, den ich ja unbedingt brauche zum Gewindeschneiden. Dieses 50er Zahnrad hat dann eben, wenn ich das kleine Zwischengetriebe hier verwende, dann die gleiche Übersetzung wie die Antriebsspindel oder die gleiche Drehzahl, ist original eben bei der EMCO dabei. Und so erspare ich mir dann eben Antriebsriemen und habe so eine saubere, wartungsfreie Lösung für den Encoder. Der Encoder wird eben hier montiert. Hier kommt dann noch das kleine Zwischengetriebe, das seht ihr dann im nächsten Video. Und schon kann ich eben mit der Maschine Gewinde schneiden. Hier sieht man dann eben noch die Anschlüsse, die dann eben zu unserer Steuerung gehen oder eben zu unserer Interface-Platine und zu unserem Controller, und somit hat man dann eine saubere Lösung. Die Hauptwerkzeuge, die ich hier verwendet habe, eben neben den Drehmeißeln für den Anbausatz, das sind hier eben dieser Flachsenker. Diesen Flachsenker, den braucht man eben, um die Schraubenköpfe schön zu versenken. Ich hoffe, man sieht hier das. Also alle Bohrungen wurden nachträglich dann eben noch mit so einem Flachsenker gebohrt, und so verschwinden die Schraubenköpfe eben dann schön, wenn man die Schrauben hineindreht. Alle Fräsarbeiten wurden mit einem und demselben Fräser hergestellt, nämlich mit einem Schrubbfräser. Also nicht mit einem Schlichtfräser, sondern mit einem Schrubbfräser. Warum mit einem Schrubbfräser? Ganz einfach, da es sich hier um relativ zähes Aluminium-Silizium handelt. Und wie wir ja alle wissen, liebt Aluminium-Silizium Aufbauschneiden. Also mit einem normalen Schlichtfräser hat man hier sofort Aufbauschneiden, die man eben dann immer mit einem Schraubenzieher entfernen muss. Und bei einem Schrubbfräser hat man eben das Problem viel weniger bzw. gar nicht und kann hier mit wesentlich höheren Vorschüben fahren. Also ich hatte bei der ganzen Bearbeitung dieser Platte nie hier eine Aufbauschneide. Und das ist dann natürlich eine immense Zeitersparnis auch. Ich habe sie euch unten verlinkt. Besonders bei den Flachsenkern muss man jedoch aufpassen, da die billigen Flachsenker eben leider sehr wenig taugen. Also wenn man hier einmal Geld investiert, das gleiche ist natürlich auch bei den Fräsern, dann hat man die wirklich ewig.
besonders die Flachsenker, die halten wirklich ewig. Und ich habe mir hier auch mal einen billigen Satz gekauft, weil ich dachte, naja, was soll schon bei einem Flachsenker schiefgehen? Aber wenn man dann nach 3, 4 Löchern eben den Senker nachschleifen muss, dann ja, soll eben auch nicht sein. Okay, aber ich werde jetzt alles nochmal zerlegen und dann werden wir eben gemeinsam alles nochmal zusammenbauen und ich werde dann eben auch noch ein bisschen erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Also hier sieht man eben die Motorseite. Die hat eben innen schon eine Passung für diesen Durchmesser des Motors, dass hier eben die Kupplung dann automatisch zentriert ist. Also braucht man hier den Motor nicht irgendwie einstellen, sondern hier die Passung hinein, fertig. Weiters ist der Motorhalter so aufgebaut, dass er einstellbar ist. Also er ist hier mit einem Außenring. Also die Bohrung wurde eben mit einer H5-Passung hergestellt. Das bedeutet, wenn man irgendwann mal einen anderen Motor montieren will, beziehungsweise ist es bei den GMCs auch manchmal so, dass hier die Wellen verschieden lang sind. Dann kann man einfach hergehen, macht diese beiden Schrauben auf. Ihr wärmt hier mit einem Bunsenbrenner den Außenring, sodass er größer wird. Dann kann man den Ring ganz normal abnehmen. Dann kann man einen längeren Ring oder einen kürzeren Ring oder was man gerade braucht hernehmen, den wieder raufpressen, festschrauben, fertig. Also falls sich mal irgendwas bei den Schrittmotoren tut oder man irgendeinen anderen Schrittmotor montieren will, ist das kein Problem. Man braucht eben nur diesen Zwischenring als Erneuerung und kann sonst alles weiterverwenden. Diese Motorplatte oder Halteplatte wird eben hier an den beiden gefrästen Flächen der Emco montiert. Diese Flächen sind original von Emco schon feingefräst, also da braucht man gar nichts mehr tun. Ich habe jetzt die hintere Schraufe eben als Längsloch ausgeführt, sodass ich hier eine gewisse Toleranz habe, um den Motorhalter auszurichten. Und dann, wenn alles passt, also wenn der Motor montiert ist, wenn die Spindel schön läuft, kann ich hier eben festdrehen und mittels dieser drei Bohrungen eben den Motorhalter nochmal richtig verschraufen. Zuerst wird eben der Zwischenring montiert. Das geschieht hier eben mit diesen drei M6 Schrauben. Und dann kann man eben hergehen und zuerst eben, na, wo habe ich denn? Und zuerst eben die hintere Schraufe festziehen. Dadurch, dass eben das hintere Loch als Längsschraufe ausgeführt ist, kann man hier noch alles schön einstellen und verschrauft eben erst dann zum Schluss mittels dieser drei Bohrungen das alles richtig. Und zum Schluss kommt dann eben nochmal die Gegenseite. Das bedeutet, man drückt die Kupplung hinein und schrauft dann eben auch diese Schrauben fest. Wobei man natürlich beim Festziehen, dadurch, dass das sich alles zentriert, auch die Kupplung ins Gegenstück reindrückt. Und das war's. Hier hat man dann eben auch die Fläche für den Encoder.
Das schaut dann in etwa so aus. Hier kommen dann auch noch zwei Zahnräder, die eben die Übersetzung herstellen. Und schon ist das elektronische Getriebe auch fertig. Weil ich öfters gefragt werde, wie ich eben hier diese Platten zentriere bzw. einer Drehmaschine ausrichte. Wie man hier sieht, habe ich hier ein einzeln spannendes Futter in ein normales Backenfutter gespannt. An der Bohrmaschine habe ich eben hier eine Zentrierbohrung gemacht mit einem Zentrierbohrer. Und jetzt braucht man nur ungefähr mit dem Auge hier diese Zentrierbohrung so ausrichten, dass sie ungefähr in der Mitte des Backenfutters ist. Und dann fährt man einfach mit dem Reitstock, den man klemmt, eben zu, lässt das alles locker. Dann spannt man den Reitstock und dann kann man eben mit etwas Gefühl die einzelnen Backen ausrichten. So kommt man dann ungefähr auf 1/2 Zehntel Rundlauf. Natürlich kann man das noch genauer mit der Messuhr ausrichten, wenn man es braucht. Aber für die meisten Sachen ist das eben ausreichend. We'll be right back.
Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Das nächste Mal werden wir uns dann eben um den Encoder kümmern. Ich werde eben mit den originalen Enco-Zahnrädern die Übersetzung aufbauen, um eben dann Gewindeschneiden auch möglich zu machen. Ja, und so wie immer, wenn es euch interessiert, dann abonniert mich oder lasst mir einen Kommentar hier. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.